Meine Freunde der guten Unterhaltung der ersten Stunde, der zweiten Stunde und der dritten Stunde. Tomb Raider 1 ist wieder zurück und das bei Let's Play FK, Freunde. So, und das hier ist ein Zeiträtsel. Um Gottes Willen, weiß ich noch, wie das ging? Nein, das weiß ich nicht. So, da wollen wir jetzt mal gucken, ob wir hier auch gleich mal so richtig schön alles falsch machen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das hier ging. So. Und das war scheiße. So. Das war schon mal so richtig geile Kacke. So. Ich weiß, was unser Fehler war. So, das ist natürlich ein Zeiträtsel. Und Zeiträtsel sind da, um sich zu ärgern. So. Aber wir lassen uns nicht entmutigen. Nein, das tun wir nicht. Oh nein, Lara, bleib nicht kleben. So, Butcher, komm, geh da rein. Wir lassen uns natürlich nicht entmutigen. Nein, das tun wir nicht. Und ich weiß nicht, ob das geht, was ich jetzt vorhabe. Wann fallen die runter? Hallo? Gerade eben habe ich jetzt... Na, endlich. So. So. Und jetzt gehst du da ran, ziehst den Hebel. Hallo? Scheiße, Mensch. Das ist ja alles Zeiträtsel. Da hängt ja alles dran, verdammte Axt. Da hängt ja wirklich das ganze Spiel dran. Ich muss jetzt zu dem Hebel ziehen, rüberlaufen und... Oh, nee. Leute, womit habe ich das verdient? So. Also eigentlich sind wir ja noch gut davor. Wäre jetzt gemein... Ah. Ach, das ist gemein! Och Mann, ist das gemein. Das ist ja wirklich gemein. Oh Mann, ich hasse Zeitdinger. Ich hasse alles, was mit Zeitdruck zu tun hat. Echt. Leute. Ich hasse alles, was mit Zeitdruck zu tun hat. Alles. Rigoros. So, raus hier aus dem Puff. So. Hier rein. Geh rein. Oh, Gott sei Dank. Leute. Puh, ja, Zeitdruckrätsel sind nicht meine Wellen. Nicht mein Ding. Alles, was mit Zeitdruck zu tun hat, ist nicht mein Ding. Nein, das kann ich euch schon mal so sagen. Da kriege ich wirklich Plack manchmal. So, und raus da. So, du bist aufgegangen, in dich gehe ich jetzt rein. Das war zumindest das Zeiträtsel. Wir haben das Zeiträtsel innerhalb eines Zeitfensters geschafft, so wie wir das schaffen wollen. Und schon geht es in diesem Spiel natürlich, wie sollte es auch anders sein, weiter. So, da müssen wir jetzt nicht hoch, sondern wir müssen hier weiter. Und... wie war das? Okay, so, ungefähr fällt mir noch ein, was man hier machen muss. Aber nur so ungefähr, muss ich euch gestehen. Denn das hier ist für mich jetzt irgendwie nicht mehr so ganz in Erinnerung. Nein, das ist verdrängt. Da muss ich hoch. Das habe ich verdrängt und Lara hat dreieckige Busen. Juhu. Juhu. Sie ist eine ein Alien. Ein Lara Croft Alien. So. Oh, wir sind oben, Alter. Geil. So, wir sind oben. Wir sind endlich oben. Das bedeutet doch, wir müssen gleich darüber und so weiter, ne? Das war doch so. Wenn ich mich recht entsinne, das war so. Das war so. So, da speichere ich. Das ist ein bisschen ärgerlich, wenn man da runterfliegt. So, Butcher! Genau, das war's schon. Ey, früher hatte ich voll Angst vor dieser Stelle. Hallo? Wieso heute nicht mehr? So, was war hier? Gab's hier noch was abzugrapschen? Lass uns gucken. Lasst uns gucken. Vielleicht ist hier noch irgendwas. Wäre ja mal mit Abwechslung nett, wenn sie uns hier ein Gratis-Medipack spendieren würden. Nein. Nicht so geizig, liebe Core-Design-Entwickler. So geht das nicht. Man muss auch mal was spendieren. Wenn ich da bin und so... Nee, okay. Finger weg. Finger weg von diesem Kokolores. Finger weg von diesem Kokolores. So, da ärgere ich mich nachher nur schwarz. So, ich weiß nicht, müsste man das mit Anlauf machen?
das hier war das, was mich so geärgert hat früher. So. Ja, genau deswegen. So, geladen an dieser Stelle. Da muss man wirklich mit Anlauf rüber. Da muss man wirklich mit Anlauf rüber. Und jetzt ist das Bild in einer anderen Farbqualität. Wie schön. Ja, so ist das, wenn man einen DOS-Emulator hat. Schau ihn eben nicht. Na komm, du bist aber sehr beweglich. Mein Gott, ist doch schon wieder beweglich heute. So, was ist das hier? No. Natürlich. Warum sollte das auch gehen? Ich meine jetzt mal ehrlich, warum sollte das auch gehen, ne? So, oh, Kistenrückrätsel. Ja, wie schön. Gut. Ich weiß nicht, warum das Bild so dunkel geworden ist. Machen wir diesen Part zu Ende. Wir sehen uns im nächsten Videopart wieder und dann mache ich es wieder heller. Danke, ciao!